Einen schönen guten Tag. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie schnell ein Konto anlegen, ein neues, und gegebenenfalls dieses neue Konto in den Systeminformationen in Wabi Profi 3 einbinden. Hierzu klicken Sie zunächst auf Anwendungen, Buchhaltung und Konten. Sie klicken nun auf Neu, geben den Namen, also dem Konto einen Namen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es ein Girokonto ist. Ist ja wurscht. Wir sagen hier einfach mal Geschäftskonto, keine Ahnung, Musterstadt, egal. Und wir sagen ihm hier, er ist dementsprechend ein Girokonto. Hier wählen Sie bitte entweder nur Kasse, Girokonto oder Sonstiges aus. Sonstiges steht für Tresor zum Beispiel. Wir sagen Girokonto. Hier geben wir den Inhaber ein. Ich sage jetzt einfach der Max M. Und wir geben natürlich Bankleitzahl, Kontonummer oder die DE-Nummer ein. DE ist doch wurscht was. Jetzt sage ich ihm hier einfach Musterstadt. Okay, und das Ganze können wir nun speichern. Beim Girokonto ist es hier nicht relevant, weil Wabi nur bei Kassenführungen ist es wichtig, dass Sie einen Anfangsbestand eingeben. So, wir speichern das Ganze und haben nun das Konto angelegt. In den Systemeinstellungen, die Sie unter Administration Systemeinstellungen finden, können Sie auf die Karteikarte Texte klicken. Unter Texte klicken Sie auf Kontenangabe. Und hier haben Sie nun Ihre bereits angelegten Konten, die Sie nun per Doppelklick in den oberen Bereich hier übernehmen können. Dieser obere Bereich ist der relevante Bereich, der bei Rechnungen, Lieferscheinen und Angeboten bei einem DIN A4-Ausdruck zum Tragen kommt und auch ausgedruckt wird. Hier könnten Sie auch dementsprechend noch die Angaben ergänzen, dass Sie irgendwas dazu schreiben, was Sie nicht brauchen, könnten Sie weglöschen und dann einfach dieses Eingabefeld verlassen und das Fensterchen schließen, und dann sind die Informationen auch dauerhaft im System gespeichert.